Ich würde mir tatsächlich gerne einfach mit euch ein Jeremy Fragrance Video mal wieder reinziehen. Ich habe es schon mal gesehen, Chat. Ich habe das Video schon mal gesehen, ja? Pass auf, ich zeige euch jetzt ein Video von Jeremy Fragrance, das ich mir schon vorher angeguckt habe. Ich möchte nur ganz kurz anmerken, dass das die Epitome of Weirdness ist. Also ich habe lange nicht mehr so ein weirdes Video von Jerry gesehen. In dem Video, meine Freunde, benimmt Jeremy Fragrance sich wieder ganz wunderbar. Und der Titel für das Video ist 10 Düfte für Bad Boys. Das wird uns auf jeden Fall Kraft, Power und alles weitere geben. Jeremy Fragrance, der Mann, der eventuell so viel, ja, Parfüm inhaliert hat, dass vielleicht die Nasenscheidewand darunter gelitten hat. Kokain nimmt er nicht tatsächlich. Ich würde sagen, wir gehen zusammen rein und ziehen uns mal ganz kurz 10 Düfte für Bad Boys rein, meine Freunde, denn da könnt ihr noch was lernen. Okay, Baby, Baby, let's go. Hey, ihr geilen Arschgesichter. So, und da geht's halt schon los. Wir werden begrüßt mit einem entspannten Hey, ihr geilen Arschgesichter. da fragt man sich natürlich wieder mal, woran hattet ihr Lehen, ne? Jeremy Fragrance hier. Power Baby. Power Baby. Jetzt gibt's Düfte für Bad Boys. Auf der 10, Oud Wood. Ihr wisst's, die Bad Boys aus Berlin, die Rapper, die tragen den Duft sehr gerne. Ich muss sagen, bei mir tatsächlich sind's die Augen bei ihm. Es sind immer die Augen, die mich bei ihm wundern lassen, was geht gerade in ihm vor, Digga. Wirklich, also das ist hier Platz 10, Oud Wood. Die Bad Boys, die Rapper aus Berlin tragen und lieben diesen Duft. Es ist ein guter Duft, aber Tobacco Oud ist besser. Aber ich habe den gerade nicht hier. Okay, Jeremy, dann haben wir das geklärt. Merkt ihr, Tobacco Oud anstelle Oud Wood. Nummer 9. Ich habe das Video gerade auf dem englischen Kanal gemacht und da habe ich das Sprichwort genannt. Dumm, piep, gut. Was meint ihr damit? Erklär bitte, Jeremy. Du weißt schon, dumm, Geschlechtsverkehr, gut. Ah, dumm, Geschlechtsverkehr, gut. Mashallah, Jerry. Und da habe ich diesen Duft erwähnt, weil der riecht im Prinzip wie ein Typ, der nichts anderes in der Birne hat als Sex. Wow. Und der ebenfalls in dem Fall dann einfach nur... Wie ist denn ein Duft, also wie riecht denn der Typ, der nichts anderes im Kopf hat als Sex? Stinkt, also riecht man dann nach Sex? Kennt ihr das, wenn ihr, ja gut, ihr seid alle 14, ihr kennt das nicht, aber wenn ihr eine richtig aktive Session quasi entzündet hat und es hat diesen leicht nicen, leicht ekligen Sexgeruch, so wisst ihr, was ich meine, ihr geht aus dem Raum raus, ja, der ganze Duft, der ganze Sexgestank hat sich quasi im Raum verteilt, ihr kommt zurück in den Raum und dann riecht ihr es. Ihr kennt es nicht, Chat? Alles klar, ihr seid Jungfrauen. So riecht dann dieses Parfüm auch. Warum ebenfalls, scheißegal. Okay, what the fuck, Jeremy? Dieser Kerl hat dann einfach nur diesen frisch geduschten Vibe an sich, weißt du, so unkompliziert, das meine ich damit. Ah, ein Kerl, der also viel Sex hat, riecht frisch geduscht, perfekt. Einen ebenfalls unkomplizierten Duft an sich, wie seinen unkomplizierten Gedankengang mit dem, was ja seine Intentionen sind. Mit Mont Blanc Legend Spirit, weil das riecht im Prinzip wie ein Deo. Digga, Jeremy wird hier low-key ein wenig philosophical, man. Bro, Digga, der Duft riecht einfach nach Wichse, das ist es. Welchen Duft trägst du? Genau, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich trage gerade Casbah, heißt der. So ein französischer Duft. Den habe ich irgendwo in einer kleinen Drogerie handgemacht in Paris gekauft. Der riecht sehr, 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 sehr kachbar. Der riecht sehr, sehr einzigartig. Dazu noch ein bisschen Kamm, genau. Dann haben wir den hier. Das ist der Job on Wild. Für uns Deutsche. Okay, Bro. Wieso hast du das jetzt so ausgesprochen? Das ist der Job on Wild. Für uns Deutsche. Okay, Bruder. Muss man das so aussprechen? Muss man das so aussprechen? Digga, wie schnell hatten wir gerade das Power-Emote auf meinem Channel? Ich blick's nicht, Mann. Digga. Power. Geht das voll in Ordnung, dieser Duft billig zu kriegen? Riecht wie Bären. Das ist seit Monaten da, okay. Das haben wir schon lange, perfekt. Gemischt mit Holz. Geil, gut für einen Bad Boy. Ja, so Bären klingt jetzt ein bisschen schwach, oder? Ja. Also, aber der ist nicht schwach. Der hat knaller Power. Also, wenn ihr in Douglas geht und sagt, ich hätte gern Duft, der hat knaller Power, dann kriegt ihr Job on Dead. Und der ist dunkel vom Charakter und nicht eher so fruchtig frisch. Fruchtig frisch. Dann haben wir, sorry, noch davor gesetzt. Den hatte ich eigentlich noch davor gesetzt. Amouage Reflection Man. Das ist der Duft für die Milliardäre unter uns. Okay, da werde ich hellhörig. Jeremy, erzähl mir mehr. Die alle jetzt dieses YouTube-Video schauen, ich denke nicht. Oh, Digga, dieses Lachen, guck mal. Die alle jetzt dieses YouTube-Video schauen, ich denke nicht. An meinen Editor bitte da mal ganz kurz Zeitlupe drauflegen mit ein bisschen Distortion. Ich denke nicht. Ich werde selber ein Milliardär im nächsten Jahr. Das ist eine meiner Goals.
Ja, okay, Jeremy. Die ich mir aufschreibe. Okay. Aufgrund dessen, weil ich eine Duft-DNA rausbringe, okay, die Billion-Dollar-Fragrance-DNA ist, die mich zum Billionaire in 2022 macht. Ich weiß halt nie genau, ob der das sich wirklich, also... Gut, ja, weiß ich nicht, Digga. Das Ding ist halt, denkt er sich das gerade währenddessen aus? Also kommt das so spontan aus ihm raus oder hat er sich das wirklich aufgeschrieben? Weil wenn er das wirklich aufgeschrieben hat und er diese Duft-DNA wirklich hat, bei Gott, es sei dir vergönnt, mein Jutster. Es sei dir von Herzen vergönnt, dass du diese Billion-Dollar-Duft-DNA hast. Und seit kurzem ziehe ich... Kokain? Magnetisch krasse Deals an mich an. Ach so, okay. Dieses YouTube-Video ist im Prinzip Kindergarten. Ja. Im Vergleich zu dem, was ich Return of Invest von meinen E-Mails da an Deals bekomme. Return on Invest. Das heißt, er gibt Geld rein, also jemand schreibt ihm, hey, gib mir 1000 Euro für meine Company und das ist dein Return on Invest, oder wie? Von... Ich glaube, das ist das falsche Wort, Jeremy. Den wertvollsten Unternehmen, die es gibt auf dem Planeten. Weil es gibt ja halt keinen anderen Parfümtypen. Auf dem deutschen Kanal bin ich eine ziemlich kleine Lusche. Nein, Jeremy, ich finde, bei Gott, Digga, du bist in Deutschland, bist du der heftigste Parfüm-YouTuber. Ah, Mann, Alter, nochmal. Jeremy, du bist in Deutschland der heftigste Parfüm-YouTuber, den es gibt. Und ich muss dir auch zugutehalten, den einen oder anderen guten Duft hast du mir auch schon empfohlen, den habe ich mir da gesneakt. Dein Knowledge about Fragrances und Düfte ist insane. Und es sei dir auch so an der Stelle vergönnt. Aber TikTok oder amerikanischer YouTube-Kanal, naja, es ist auf jeden Fall geil, Leute. Okay, dann ist es geil, Leute. Weiter geht's. Amorsch Reflection Man. Dann Amorsch Reflection Man. Oh boy, der riecht wieder wie Amorsch Reflection Man. Dann haben wir zwei auf einmal. Alle drei zusammen. Für alle, die noch TV Total geguckt haben früher. Nee, die Reference habe ich tatsächlich jetzt nicht gegettet, Jerry. Das ist alle zwei zusammen. Lalique Encre Noir und Bentley for Man Intense. Ich habe übrigens auch einige Rapper, die meinen Kanal gucken. Einige deutsche Rapper. Okay, zum Beispiel Papa Platte. Die Atzen oder Bass Sultan Hengst. Sogar Sido hat meine Parfüms bekommen, glaube ich. Glaube ich. Bruder. Weil, naja. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Meine Parfüms bekommen, glaube ich. Weil... Naja. Chap? Das ist schon geil. Also ich finde das, andere Rapper kennen mich auch. Also hier, ich kann die gerade gar nicht wiedergeben, aber es... Schon geil. Schon geil. Dunkel, holzig, rauchig. Dieses Straight-Up-Parfüm. Anderes Thema. Zurück zum Thema. Ledrig, alkoholisch, boozy. Beide geil, beide top. Wenn du eher so rauchig und holzig magst, holst du Lalique Encre Noir. Digga, kein Wort verstanden, Bruder. Und wenn du eher so Lederjacke und bisschen... BDSM. Gentleman mit der Whiskyflasche... Wer kennt ihn nicht? Den Gentleman mit der Whisky-Bottle. Also ganz ehrlich, die Leute, die ich mit der Whisky-Bottle sehe, sind meistens keine Gentlemans, die aus der Flasche trinken. Die sitzen meistens, ja, am Kölner Hauptbahnhof und sind absolut keine Gentlemans. Dann ist der hier für dich. Jetzt haben wir was für Exoten. Das ist ein Duft, der echt für Exoten ist. Ich trage den hin und wieder. Das ist einfach eine Granate. Das ist Black Gemstone. Also den habe ich mir tatsächlich bestellt. Das ist so eine Art neuer Tom Ford Oud Wood. Ich glaube, der riecht extrem geil. Ich habe mir ein paar Duftnoten davon durchgelesen. Den habe ich mir tatsächlich bestellt. No cap. Weil die Leute, die Oud Wood getragen haben, die haben ja teilweise auch gewollt, dass sie anders riechen wie die anderen. Mittlerweile ist das nicht mehr so, weil der so populär ist. Aber damit riechst du echt anders. Der riecht wie dunkles Holz. Okay, vielleicht soll ich den Duft doch zurückgeben. Du weißt, ich hatte gerade so einen dunkel rauchigen Holzduft und ich hatte den Job Om Wild, dieser Bärenduft mit Holz. Denk so eine Mixtur aus beiden und zwar in der Extremversion. Dann ich habe es mir nur geholt, weil er gesagt hat Extremversion. Hast du Black Gemstone. Auf der 3 habe ich unsere Deutschen hier. Tiger, the dark side. Tiger, sehr gute Brand, heißt jetzt glaube ich mittlerweile anders, aber guter Duft. Dunkel, Marihuana und... Der riecht einfach nach Gras, Digga. Jeder Drogenhund wird dich anzeigen. Richtig heftig, heftig, heftig Oud drin. Die 2, Creed Aventus. Creed Aventus kennt ja jeder den Duft. Naja, so. Bad Boys, die tragen natürlich auch...
teure Dinger, weil die teilweise, jetzt Achtung, wenn du weißt, Bad Boy meinen wir jetzt so eine Art geiler Typ, der Frauen verführt. Das ist jetzt quasi ein Bad Boy. Also merkt euch schon mal, Chat mitschreiben. Das ist die Definition für einen Bad Boy. Creed ist Real Talk F-Parfüm. Bro, also no joke, Creed schon viel zu oft gerochen. I don't know, I don't like, but still, war eine nice Fragrance vor so ein paar Jahren, aber mittlerweile, Digga. Und die wissen nun mal teilweise auch, wie man Geschäftsleute verführt. Also quasi, wer viele Frauen verführt, weiß auch, wie man Geschäftsleute verführt. Weil im Endeffekt geht es immer darum, Schwänze zu lutschen. Die Frauen, die ihr verführt, haben keine Schwänze, okay? Und deshalb können die teilweise auch teure Düfte kaufen, weil die eben dann sehr wohlhabend werden. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dann können die also so einen Duft kaufen. Okay, Bro. Okay, ja. Yeah. Und der Nummer 1 Bad Boy Duft ist Versace Eros. So, wir haben jetzt die Liste durchgearbeitet. Es ist aber noch anderthalb Minuten Zeit da. Und jetzt frage ich mich, was kommt jetzt? Weil den Teil habe ich noch nicht gesehen. Komm her, wir gucken das zusammen. Okay, baby, let's go. Hol dir den, Mann. Am besten, du holst dir die Version von Eros, die am günstigsten gerade im Internet ist. Okay. Ob es die Eau de Toilette, Eau de Parfum oder Parfum ist. Ich sage meistens, weil es meistens der Fall ist, die 200 Milliliter Version von Eau de Toilette ist die Preis-Leistungs-Sieger. Und ja, das Parfum hält etwas länger, aber wenn du den zweimal in einem Tag ansprühst, den hier, das Eau de Toilette, dann hält der wiederum länger als das Parfum und ist dabei günstiger. Okay, nice. Actually, guter Tipp. Okay, das sind Gespräche für Parfüm-Enthusiasten. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Ach so, jetzt kommt nur noch Outro? Wie lang ist denn sein Outro? Jeremy, hä? Da fehlt ein Buchstabe. Jeremy. Da steht einfach nur Jeremy. Ist er das E? Ist er das E? Hä? Da fehlt ein Buchstabe. Da steht Jeremy. Da steht Jeremy einfach. Da steht einfach Jeremy, Bro. Er ist auf E. Ja. Er ist die Essence. Sehr gut. Sehr gutes Video.